Mein Name ist Michael Lister, ich bin Inhaber eines Lehrstuhls für Finanzen, Banken und Controlling an der Steinbachs Hochschule in Berlin und gleichzeitig dort der Leiter der ZDB Business School, eine Institution an der Steinbachs Hochschule, die entstanden ist in Kooperation zwischen einer Bankberatungsgesellschaft namens ZDB auf der einen Seite und der Steinbachs Hochschule auf der anderen Seite. Diese Gesellschaft fördert, genauso wie die Funkstiftung es tut, akademische Arbeiten im Sinne von Bildung und Forschung besser zu machen, vor allen Dingen im Bereich Banken. Wir haben ein Team, das aus vielen verschiedenen Leuten besteht, einen akademischen Leiter für Forschung, der eigentlich der Hauptverantwortliche des Projektes ist, das ich Ihnen gleich vorstellen darf. Professor Hasenbrook lässt Sie alle ganz, ganz herzlich grüßen. Es tut ihm leid, er ist aus wichtigen familiären Gründen heute leider verhindert. Ich darf vielleicht kurz nur erwähnen, dass wir das Team wirklich ziemlich groß gemacht haben bei diesem Projekt. Anfangs sollte es nur mit einem einzigen wissenschaftlichen Mitarbeiter gestartet werden. Am Ende war es wirklich ein riesengroßes Team, von dem jetzt heute zwei Personen hier sind. Ich sehe sie gar nicht, Dominik und Christina. Dazu kommen dann aber noch, und ich muss sie einfach namentlich erwähnen, Mark Leng-Venus, Christian Braun, Martin Wolfslast, Patrick Rank, also Leonie Michalak. Wir haben wirklich viele Leute an dem Projekt arbeiten lassen, weil es sich einfach ziemlich weit entwickelt hat und jetzt gleich in etwas gipfelt, was wir am Anfang des Projektes gar nicht erwartet haben. Aber vielleicht zurück zum Anfang. Am Anfang stand die Idee im Raum, darüber nachzudenken, was passiert, wenn Unternehmen sich, genauso wie Herr Funk es gerade eben wunderschön nochmal wiedergegeben hat, wenn Unternehmen sich nicht ausreichend mit Nachhaltigkeit beschäftigen, welche Risiken für diese Unternehmen daraus resultieren, welche Reputationsrisiken für sie daraus resultieren. Die Themenfindung selber, und das, ich fand das wirklich gewaltig in der Art und Weise, war eine, bei der nicht alleine die beiden Professoren Hasenbrook und Lister zu dem Thema gekommen sind, sondern wir tatsächlich im Team mit der Funkstiftung das Thema generiert und ausgebaut haben. Er hört es nicht gerne, weil er sich nicht gerne loben lässt, aber am Anfang stand dann der Herr Funk selber, weil er immer wieder darauf verwiesen hat, wir müssen diese Verbindung herstellen. Dazu gehören aber auch zahllose Diskussionen mit dem Team aus der Stiftung, Herr Löffler, Herr Skorner, Frau Hillegard, Frau Klinkwort, die sitzen jetzt alle hier. Und ich darf an dieser Stelle zumindest mal für mich und mein Team sagen, ohne Sie wäre das alles nicht zu dem geworden, was es jetzt ist. Und dafür einen herzlichen Dank. Jetzt war das alles eigentlich eine Forschungsarbeit, die ich, wie ich erhole es nochmal, untersuchen sollte, wie aus Nachhaltigkeit, Nicht-Nachhaltigkeitsmanagement, Reputationsrisiken resultieren. Am Ende dieser Forschungstätigkeit ist tatsächlich eine App entstanden, eine Corporate Social Performance Indicator App. Und weil diese App tatsächlich mittlerweile in Unternehmen eingesetzt wird, weil sie unter anderem auch von Funk Unternehmen vorgetragen wird und dort zum Einsatz kommt, weil eine Beratungsgesellschaft, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft namens Curacon das Teil mittlerweile im Gesundheitsmanagement einsetzt, weil diese App öffentlich verfügbar ist und im Sinne der Gemeinnützigkeit von der Funkstiftung halt eben auch platziert wird, hey Leute, guckt euch das an, ist am Ende ein Video dazu entstanden, das extrem beeindruckend ist und wir haben uns gedacht, dass wir am Anfang meines Vortrags, bevor ich denn den Hintergrund dieses Tools erkläre, einfach mal dieses Video anschauen, das wirklich impressive ist. Bitte. So, und während Herr Kohlmeier jetzt gerade die Präsentation aufruft, darf ich Ihnen sagen, ich bin eigentlich fertig. Denn alles das, was ich Ihnen jetzt erklären werde, haben Sie gerade in dem Film gesehen. Im Grunde ist es das, was am Ende als Output dabei herausgekommen ist. Aber die Idee des Vortrags ist vielleicht noch ein bisschen zu erklären, wie wir denn überhaupt dahin gekommen sind. Das heißt, was die Basis ist und dass das, was wir gemacht haben, tatsächlich wissenschaftlich fundiert ist. Es geht einmal damit los, dass, glaube ich, niemand mehr erklären muss, dass Nachhaltigkeit heute in aller Munde ist, dass wir eine rasante Bedeutung von Nachhaltigkeit erleben und das wirklich an allen Ecken und Enden, insbesondere auf den Finanzmärkten, auf denen Risiken bewertet werden. Auch dazu hat der Funk ja gerade schon ein paar Worte verloren. Diese Risikobewertung wird immer wichtiger und im Rahmen dessen wird auch die Nachhaltigkeit immer wichtiger. Sie können heute keinen Kredit mehr bekommen, ohne dass Sie als Firmenkunde in irgendeiner Weise nachweisen, ob Sie und was Sie im Rahmen von Nachhaltigkeit gemacht haben.
Umgekehrt müssen die Banken und Sparkassen dieser Welt checken, was sie an der Stelle tun. Sie müssen es bewerten und auch in die Kreditentscheidung mit einfließen lassen. Hey, was hat denn der Firmenkunde, dem wir jetzt gerade einen Kredit geben wollen, gemacht? Ist er nachhaltig? Und wenn nicht, dann müssen wir es sein lassen. Ganz interessant, weil ich eine Inhouse-Veranstaltung gemacht habe, ich darf den Namen erwähnen, einer Volksbank Iffezheim, die ein riesengroßes Problem haben, die haben nicht aufgepasst. Wir haben einem Firmenkunden, der das Grundwasser verseucht hat, einen Firmenkundenkredit gegeben und sind tatsächlich gefangen gewesen in diesem Dilemma, dass der Firmenkunde irgendwann mal aufgeflogen ist, dass dann die Nachrichten, die Medien nachgefragt haben, ey, wer hat den jetzt finanziert? Und dann kam heraus, es war die Volksbank Iffezheim, die damit einen Shitstorm erzeugt hat, der sie echtes Geld gekostet hat, wegen einer kleinen, falschen, nicht zu Ende gedachten Entscheidung. So, jetzt sind wir eigentlich bei Corporate Social Responsibility, CSR, als dem Begriff, der über allem schwebt. Tatsächlich werden Sie in der akademischen Welt finden, dass mehr und mehr der Begriff der Corporate Social Performance identifiziert wird. Und das deshalb, weil Sie einfach sehen müssen, wenn Sie denn auf Nachhaltigkeit einzahlen wollen, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Nämlich auf der einen Seite, dass Sie bestimmte Sachen tun, die Sie bislang nicht gemacht haben. Also versuchen, Ihrer Verantwortung, Ihrer Nachhaltigkeitsverantwortung weiter gerecht zu werden. Auf der anderen Seite aber auch bestimmte Sachen einfach vermeiden sollten, wie zum Beispiel den CO2-Ausstoß, was dann am Ende halt eben Corporate Social Irresponsibility ist. Das heißt, versucht Dinge zu vermeiden, die halt eben Nachhaltigkeit kaputt machen, versucht Dinge zu machen, die die Nachhaltigkeit erhöhen. Und am Ende muss es darum gehen, hier den größtmöglichen Spread zu erzielen zwischen dem, was man vermeidet und dem, was man neu macht. Und das ist halt eben als moderner Begriff der Begriff der CSP. Sie sehen hier eine Wiedergabe des Films, es ist praktisch das Storyboard, wobei in dem Film selber wir auf die wissenschaftliche Basis all dessen, was wir gemacht haben, verzichtet haben. Wir sind also zuallererst einmal hingegangen und haben uns angeguckt, was gibt es denn überhaupt. Und dabei haben wir ein furchtbar erschreckendes Bild wiedergefunden, denn Sie werden, wenn Sie alle Nachhaltigkeitsreports betrachten, wenn Sie alle Veröffentlichungen von der Bundesregierung, der Europäischen Union, aus den USA, von Banken, Sparkassen, Versicherungen dazu betrachten, werden Sie totgeschlagen mit einer unglaublichen Zahl von Kennziffern. Sie werden konfrontiert mit dem Wunsch, wir müssen unbedingt ein Rating aufbauen. Sie werden aber auch konfrontiert mit dem Widerstreit zwischen verschiedenen Kennzahlen, weil niemand Ihnen sagt, was ist denn jetzt die richtige? Gibt es denn überhaupt die richtige? De facto gibt es dafür noch keine Basis. Also haben wir uns gedacht, dann packen wir doch mal erst einmal alle Kennzahlen, die es gibt, zusammen in akribischer Arbeit, holen wir uns so viele Texte, wie es irgendwie geht und packen die zusammen. Typischerweise würde man jetzt in früherer Zeit händisch eine sogenannte Codierung der Texte vorgenommen haben. Das ist eine Sträflingsarbeit, die mittlerweile von künstlicher Intelligenz übernommen werden kann. Wir haben von einer australischen Universität eine Software gekauft namens Leximancer, kann ich nur empfehlen für Leute, die irgendwann einmal selber Textanalyse machen, das ist wirklich gewaltig, was diese Software kann. Und wir haben all die Texte in dieses Programm Leximancer hineingepackt und haben Leximancer eine Auswertung vornehmen lassen. Das heißt, Leximancer hat am Ende uns gezeigt, das sind Kennzahlen, die häufiger vorkommen als andere. Das sind Kennzahlen, die in Zusammenhängen stehen mit anderen Kennzahlen. Das sind Kennzahlen, die offenbar eine größere Bedeutung haben. Diese Kennzahlen hat uns also in Stufe A Leximancer geliefert, bevor wir dann in Stufe B gesagt haben, okay, jetzt gucken wir uns die mal ganz genau an und versuchen, die Kennziffern einzelnen Handlungsfeldern zuzusortieren. Das heißt, jetzt haben wir unseren Verstand eingesetzt und gesagt, okay, was jetzt die wichtigsten Kennziffern sind, waren am Ende in etwa 80, wie können wir die sortieren und haben dabei knapp über 20 Handlungsfelder identifiziert und in den Handlungsfeldern dann versucht auch wieder mit Einsatz dieser künstlichen Intelligenz nicht nur die Kennziffern den einzelnen Handlungsfeldern zuzusortieren, sondern auch Zusammenhänge zwischen den Handlungsfeldern zu erkennen. Vielleicht erinnern Sie sich, in dem Film haben Sie eine Grafik gesehen, bei der erst in einem äußeren Rahmen die Kennziffern bzw. die Handlungsfelder ganz außen standen. Ja, in einem Uhrzeigersinn waren verschiedene Handlungsfelder definiert, bevor dann mittendrin eine Linienverbindung entstanden ist mit dickeren und dünneren Linien. Dickere Linien heißt, da gibt es halt engere Zusammenhänge, dünnere Linien heißt, da gibt es dünnere Zusammenhänge, keine Linien heißt, da gibt es keine Zusammenhänge. Das ist am Ende das Ergebnis dessen, was wir jetzt in der Stufe C gemacht haben.
dann war das alles ganz schön, aber natürlich gibt es auf dieser Welt eine unglaubliche Menge an Experten und es ist schlau, halt eben dann mal zu fragen, hey, seht ihr das genauso? Das heißt, wir haben unsere Handlungsfelder und unsere 80 ausgewählten Kennziffern tatsächlich dann Experten zur Verfügung gestellt und gefragt, seht ihr das auch so? Und dabei haben die Experten erst einmal tatsächlich unsere Auswahl bestätigt, Nummer eins, und Nummer zwei, die Experten uns dann auch dabei geholfen, eine Gewichtung vorzunehmen, denn vielleicht erinnern Sie sich auch in dem Film gesehen zu haben, dass es so eine Grafik gab mit schwarzen Punkten, in der halt eben erklärt wurde, okay, in dieser oder jenen Branche ist diese oder jene Handlungsfeldgeschichte ein bisschen wichtiger oder ein bisschen weniger wichtig. Das ist jetzt nicht aus der Textanalyse entstanden, sondern das ist tatsächlich die konkrete Aussage von Experten, teilweise auch von der Funkstiftung, teilweise von anderen Unternehmen, die gesagt haben, naja, wenn wir eine bestimmte Branche betrachten, dann ist das ein bisschen wichtiger als das andere. Es blieb aber immer bei dem Kern von den etwa 80 Kennziffern. So, und nachdem wir das dann hatten, hat wiederum das Gespräch mit der Funkstiftung ergeben, hey, es wäre jetzt so schade, wenn das einfach nur eine Veröffentlichung ist. Eigentlich muss man daraus jetzt ein Instrument machen, das für Unternehmen eingesetzt werden kann. Und tatsächlich haben wir dann all unsere Ressourcen zusammengepackt, all unsere Ergebnisse zusammengepackt und anschließend eine App entwickelt, gemeinsam mit einem in Indien sitzenden Programmierer, eine App entwickelt und das ist die App, die Sie gerade eben in dem Film gesehen haben. Diese App ist für Sie alle kostenfrei verfügbar. Die Funkstiftung hat sich erlaubt, das Ganze halt eben ins Netz zu setzen. Das heißt, wenn Sie sich das mal angucken wollen, können Sie einfach auf die Internetseite CSP Radar gehen, geben Sie CSP Radar bei Google ein und schwuppdiwupp haben Sie diese Seite. Sie werden feststellen, dass Sie tatsächlich innerhalb von 5 Minuten für sich selbst und Ihr Unternehmen, so Sie denn in einem Unternehmen angehörig sind, einen Nachhaltigkeitsbericht erzeugen können. Und warum ist das wichtig? Die Zeit ist jetzt verschoben worden, aber ursprünglich war es so, dass die EU vorgesehen hat, dass die Unternehmen ab einer Größe von 250 Mitarbeitern per Ende 2023 einen Nachhaltigkeitsbericht erzeugen sollten. Das ist jetzt aus Zeitgründen verschoben worden auf 2025, aber die Idee bleibt. Die Idee bleibt, einen Nachhaltigkeitsbericht von den Unternehmen zu verlangen, dass also ein Unternehmen sich hinsetzt und sagt, das ist das, was wir bei Nachhaltigkeit gemacht haben. Wir waren mit der App und mit unseren Ideen, mit dem, was ich Ihnen jetzt vorstelle, zum Beispiel beim BDI. Wir waren bei der Industrie- und Handelskammer Münster und wir sind auf eine völlig verunsicherte Welt gestoßen, weil die dort vertretenen Unternehmen einfach überhaupt nicht wissen, was sie machen sollten. Und als sie gesehen haben, hui, da kommt ja am Ende eine Excel-Datei heraus, da kommt ein automatisierter Nachhaltigkeitsbericht heraus, haben wir tatsächlich eine extrem positive Resonanz erfahren. Wir haben das Ganze bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgestellt. Die Wirtschaftsprüfer haben das gecheckt und haben gesagt, diese App ist sogar testatfähig. Ja, das heißt, die Wirtschaftsprüfer setzen das jetzt ein, geben es ihren Unternehmen, sagen, okay, macht am Ende des Jahres 2022 einen ersten Versuch, indem ihr einen Plan aufstellt, macht im Laufe des Jahres 2023 die Kontrolle, dann habt ihr den Ist-Zustand, ihr könnt am Ende 2023 noch was daneben schreiben und ihr habt einen perfekten Nachhaltigkeitsbericht. Ich bin alleine zur Finanzinformatik gegangen, das ist die Computer, also eigentlich die Soft- und Hardware-Bude der Sparkassenwelt, habe es dort vorgestellt und die haben gesagt, das ist genau das, was wir eigentlich von unseren Firmenkunden haben wollen. Der Firmenkunde, der den nächsten Kreditantrag stellt, sollte genau das ausfüllen, damit wir halt eine Möglichkeit haben zu bewerten, was er getan hat und eben die Kreditentscheidung besser und schneller herbeiführen können. Das ist das, was jetzt im Rahmen der Entwicklung passiert ist. Wir sind mittlerweile im Rahmen dessen, dass wir das Ding ja schon zur Verfügung gestellt haben, bei der Evaluation. Das heißt, wir haben es nicht nur getestet, bevor wir es eingeführt haben, sondern jetzt ist es tatsächlich im laufenden Einsatz und wir kriegen permanent Rückmeldungen, die erstaunlicherweise bislang ausschließlich positiv waren. Was diskutiert wird, ist, ob unsere Auswahl denn tatsächlich auch die Auswahl ist, die hinterher die Politik wählen wird, weil wir damit rechnen müssen, dass die Europäische Union zu anderen Ergebnissen kommt. Deswegen sind wir gerade dabei, zu versuchen, mit Herrn Habeck in Kontakt zu treten, das Ding einmal bei Herrn Habeck vorzustellen und gleichzeitig haben wir Kontakt mit Brüssel aufgenommen, um es in Brüssel vorzustellen. Und deswegen haben wir das Tool, das ursprünglich in deutscher Sprache entwickelt wurde, mittlerweile auch in englischer Sprache transformiert, in englische Sprache. Das habe ich Ihnen jetzt alles erklärt. Ja, wir haben Tausende von Dokumenten genommen, haben die in dieses Tool Leximenser hineingepackt. Wir haben dann anschließend aus über 700 Kennziffern 80 herausgewählt und anschließend aus diesen 80 Kennziffern 24 Handlungsfelder gemacht und dabei versucht, zwischen den Handlungsfeldern
Das Ganze ist nicht zweidimensional, sondern dreidimensional. Das heißt, wenn Sie jetzt in Leximenser unterwegs sind, dann können Sie diese Bubbles drehen und von unterschiedlichen Seiten angucken und kriegen dabei ziemlich beeindruckende Informationen, eben im Rahmen einer von einem Computer durchgeführten Textanalyse. So, dann muss man natürlich das Wichtigste herauspicken, dann muss man noch schauen, ob die Inhalte denn alle passen. Man muss Kennziffern auswählen und stellt dann fest, okay, manche dieser Kennziffern, die vorgeschlagen wurden, die sind gar nicht schlau. Sie sind nicht schlau, weil sie bestimmten Kriterien nicht gehorchen. Das heißt, wir haben uns halt überlegt, okay, welche Anforderungen wollen wir denn an diese Kennziffern stellen? Und haben gesagt, okay, die müssen halt eine große Abdeckung haben, sie müssen messbar sein, sie dürfen nicht beeinflussbar sein. Und haben daraufhin alle einzelnen unserer 80 Kennzahlen in unserem Eigenexperten-Team untersucht, haben die leicht modifiziert und, glaube ich, jetzt ein wenig angreifbares Gesamtsystem entstehen lassen. Und auch das ist jetzt wieder eine Grafik aus dem Leximenser. Wenn Sie so wollen, für die Mathematiker unter Ihnen, die Verbindungslinien stellen so ein bisschen Korrelationen dar. Ja, und Sie können das drehen und wenden und sehen halt die Zusammenhänge, die Sie aber nach wie vor noch interpretieren müssen und gucken müssen, ob das denn tatsächlich jetzt einfach nur vom Computer erzeugter Blödsinn ist oder ob man auch eine Substanz dahinter identifizieren kann. So. Alles ist validiert worden, Kennziffern sind validiert worden, Handlungsfelder sind validiert worden, die Zusammenhänge sind validiert worden. Wir haben mit Experten gesprochen, ob sie uns halt zustimmen, haben wir gemacht, um dann den Radar zu erzeugen, der Ihnen gerade in dem Film schon erklärt worden ist und aus Zeitgründen will ich da jetzt gar nicht mehr großartig drauf eingehen. Hier sehen Sie diese Handlungsfelder, hier unten die Handlungsfelder, bei denen Sie sagen sollten, okay, da hören wir jetzt auf, das machen wir nicht mehr und wir reduzieren bestimmte Dinge, das sind die Dinge, die Sie ausbauen sollen, um dann am Ende halt über Verbindungslinien zu sehen, okay, wo ist jetzt der stärkere Zusammenhang und wo nicht. Und die Idee ist, dass Sie jetzt als Anwender sagen, okay, ich suche mir jetzt 2, 3 Handlungsfelder raus. Sie könnten, wenn Sie wollten und mehr oder weniger verrückt wären, sagen, ich nehme alle 24 und ich nehme alle 80 Kennzahlen. Aber wir greifen in dem Tool vorweg und erklären, mach das nicht. Erstmal ist es sowieso viel zu viel und du hast genug damit zu tun, wenn du alleine 3 Kennziffern aussuchst, aber such die 3 Kennziffern aus, die für dich interessant sind. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich habe hier irgendeinen mittelständischen Unternehmer, der setzt sich hin und der fängt dann an und der spielt und der klickt dann auf die erste Kennziffer, der klickt auf das Handlungsfeld, Entschuldigung, Ressourcenverbrauch. Dann wird er darauf hingewiesen, dass es Zusammenhänge gibt, dann kriegt er alle möglichen Informationen und dann kriegt er für Ressourcenverbrauch verschiedene Kennziffern vorgeschlagen und sagt dann, okay, diese Kennziffer, Verbrauch kritischer Rohstoffe, die klicke ich jetzt mal an und ich nehme sie in meine Planung mit hinein. Dann hätte er, wenn er unserer Empfehlung folgt, die erste von 3 Kennziffern bereits ausgewählt und müsste jetzt noch nach 2, 3 weiteren Kennziffern suchen. Nicht muss, er könnte auch bei einer bleiben, aber wir empfehlen, mach mal mindestens 3, mach gerne mehr, aber 3 sollten eigentlich für den Anfang mal reichen. So, das Ganze gibt es dann auch mittlerweile in englischer Sprache und das Ganze gibt es dann auch jetzt in erweiterten Versionen, weil wir ursprünglich halt eben nicht auf ESG ausgerichtet waren, mittlerweile aber in der Weiterentwicklung dieses Tools auch wiederum in Gesprächen mit Funk, auch mit Funk Consulting, mit Herrn Löffler, mit den anderen, die dazugehören, jetzt gesagt haben, okay, jetzt basteln wir eine Version, die mit den gleichen Handlungsfeldern arbeitet, aber halt eben das E, das S und das G voneinander trennt. De facto ist es inhaltlich genau das Gleiche, aber es ist jetzt halt eben ein bisschen mehr auf ESG ausgerichtet und damit ein bisschen mehr in die aktuelle Diskussion hineinsortiert, inhaltlich aber deckungsgleich. So, und dadurch wird ein Tool entstehen, das tatsächlich halt auch im Beratungsgeschäft eingesetzt werden kann, wenn Unternehmen die Frage stellen, hey, was muss ich denn im Risikomanagement tun, wie muss ich mit Nachhaltigkeit umgehen, könnt ihr mir dabei helfen. Und ungeachtet dessen, dass es bei Funk jetzt erst noch passiert, darf ich erwähnen, dass wir halt diese Wirtschaftsprüfung Gesundheitsmanagement-Unternehmen zustande, die es vorher nicht gegeben hat. Sie haben eine strukturierte Diskussion, weil sie Handlungsfelder haben, weil sie Kennziffern haben, weil sie sich auf etwas konzentrieren können und sie wirklich mit ganz einfachen Erörterungen auch dem Anwender erklären, was er zu tun und zu lassen hat und er versteht, besser als vorher versteht, was der Nachhaltigkeit über ist und was die Öffentlichkeit eigentlich von ihm erwartet. Ja,
Das ist jetzt pure Werbung von mir bzw. uns. Wir haben tolle Rückmeldungen bekommen. Das müssen wir jetzt auch einfach glauben. Ich darf mich noch einmal bedanken, dass wir überhaupt diese Möglichkeit gehabt haben. Für mich und mein Team war es am Ende eigentlich in den letzten Jahren das erfolgreichste Forschungsprojekt, das wir gemacht haben. Und ich darf der Funkstiftung und allen Beteiligten danken, dass sie uns das tatsächlich ermöglicht haben, dass sie ein Projekt gefördert haben, das nicht auf reine Grundlagentheorie ausgerichtet war, sondern einen gesellschaftlichen Nutzen stiftet, den wir jetzt hoffentlich durch das Verbreiten dieses Tools auch noch ein bisschen vergrößern können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus